Bei mir zu Hause ist der Boden schön sauber. Bei den Bienen möchte ich auch gerne, dass es da schön sauber ist. Deswegen werde ich heute mal die Böden reinigen. So, damit das Boden sauber machen ein bisschen einfacher ist, werde ich dieses Gerät benutzen, das ich mir selber gebaut habe mal. So, und das setze ich dann so dazwischen, damit der Boden komplett rausgeholt werden kann. Dazwischen setze ich dann diesen Wagenheber und drücke das Ganze hoch und kann dann komplett den Boden rausholen. So, erst muss ich mir mal ein Pfeifchen anmachen. Das darunter setzen ist ganz einfach. Die untere Gabel, die sitzt unten auf dem Boden auf. Die andere Gabel, die rastet in die Griffe ein. So, hier vorne habe ich noch so ein kleines Anflugbrett. Das Ganze klebt noch so ein bisschen fest und so kann ich den Boden dann rausholen. So, den Boden kann ich jetzt komplett sauber machen. Auch alle Ecken kann man damit reinigen. Wenn man den da drunter lässt, dann geht das immer schlecht. So, an der Kamera war der Akku leer und jetzt mache ich am nächsten Tag weiter. Ich konnte das gar nicht mehr zeigen, wenn ich den einen Boden wieder da drunter setze. Aber hier zeige ich das an dem nächsten Kasten nochmal, wie ich das dann weitermache. Hier habe ich sogar ohne Pfeife gearbeitet. Das ging auch so. Die Bienen sind so fein und lieb. Und so habe ich ohne Stich weitergearbeitet. Jetzt kann ich den Boden vernünftig sauber an alle Ecken. Das dauert nur ein paar Minuten, wo die Bienen keinen Boden haben. Das ist jetzt von den Bienen alles so verkittet und der Schieber geht sowieso nicht raus. Und deswegen ist es am besten, wenn man komplett den ganzen Boden rausholt und dann so reinigt.
da sind schon Bienen drin, Müll. Das kommt jetzt wieder so rein, geht dann nach oben. Normal muss man das drehen, dass das Gitter nach unten kommt im Winter. Aber ich war zu faul dafür. So, ist das hier auch wieder dicht. Jetzt kommt das wieder da drunter. Das Anflugbrett, das habe ich hier hochkant gestellt und da konnten die Bienen auch so da reinfliegen. Das nehme ich jetzt weg und da sind kaum Bienen dran. Und dann kann ich den Boden wieder darunter setzen. So schnell geht das. Das ist der ganze Müll, der dabei rausgekommen ist. Tote Bienen, Wachsmotten. Das sollst du ja mal sehen hier. Das ist der Winterbefall. Jetzt kommst du mal hier oben. Kommst du mal hier oben? Ja. Und beim dritten Kasten, da kam mein Freund Alfred. Und den haben sie genau in die Nase gestochen. Zweimal in die Nase und einmal in den Kopf. Wahrscheinlich dulden die hier keine Fremden. Mit dem Wagenheber. Ich wollte die ja mal verkaufen, die Videos. Obwohl hinter dem Bienenstand kommt hier der Einstich. Von den vier Völkern.